Meier hat für drum drüber geschwärzt, da ich eben der Eisenerzpigmente an meiner Kunst verarbeiten. Und hier auf meine Dischei, Hundestern oder Weisenste Leute, wie ich dann die Pigmente herstellen, fange ich dann mit einem dicken Brocken. Den hatte ich am Fondegras Doniden bei dem Tischfund, weil er mir gefallen hat, habe ich ihn mitgeholt. Aber der Dickstück, das musste aber deinem Hummer auf viele Kleinstücke zerschlagen gehen. Wenn sie da klein genug sind, du musst sie an den Mörser passen, die heute Gräse ungefähr, da fängt die wirklich an, ich tun, weil dann muss ich den dann nicht anders, dass wir dich müssen hummern und hummern und hummern, bis der die ganz Kleinstücke hat. Und dann fängt die nun zu reiben und zu reiben und zu reiben, bis der den dann irgendwann Pulver hat, so wie Stangmehl. Wenn ihr da gerne die allerfeinste Pigmente rauskriegt, dann muss ihn das dort waschen. Das heißt, das müsst ihr dann in einem Bokal mit Wasser, drüsselt den gut und dann lässt ihr die fast schweren Brocken sich niedersetzen. Und was oben an dem Wasser bleibt, hoffentlich eine schöne Farbflüssigkeit, ich schütte das dann nochmal durch den Kaffeefilter. Und das sind dann just die ganz, ganz feinen Pigmente, Partikeln, die am Kaffeefilter bleiben. Und dann irgendwann, wenn ihr das oft gemacht habt, dann holt ihr so ein bisschen oder ein bisschen mehr. Und dann kann ihr sie mit verschiedenen Bindemitteln zu Farbe verschaffen. Mit Urlösch zu Urlöschfarbe, mit einem Acrylbinder zu Acrylfarbe oder wir können Wasserfarbe draus machen. Also sobald ihr so die feinen Pigmente habt, da kann ihr noch die feinen Farben herstellen. So machen wir dann mein Pigmente. Aber wenn ihr gerne selber ausprobiert, wie das geht, vom Zerschlagen bis zum Verreiben und dann Waschen. Auch schon während dem Sommer auf verschiedenen ausgewählten Sonnensystemen, hundert Workshops oder Ateliers, wird Leute, wenn sie interessiert sind, sollen sie einfach spontan lunch kommen und dann entweder ein bisschen Kraft losgehen. Oder mit fertigen, gemixten Farben Sachen malen. Das kommt so wieder wild.